Ex-Kanzler Sebastian Kurz muss vor Gericht. Inflation auf niedrigstem Wert seit März 2022. Der ORF ist auf russische Propaganda reingefallen. Falsche Polizisten vor Gericht waren auch die falschen. Und Philippa Strache wird von der eigenen Anwältin angeklagt. Hallo und guten Abend. Ja, das und mehr sehen Sie heute bei den Krone News am Freitag, den 18. August. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, jetzt ist es offiziell. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat am Freitag einen 108 Seiten starken Strafantrag gegen Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-Urausschuss eingebracht. Ja, der Ex-Kanzler gab zuvor eine persönliche Stellungnahme ab, in der auch die Justiz kritisierte. Jetzt ist es fix. Sebastian Kurz muss im Oktober wegen des Vorwurfs der Falschaussage vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat einen 100 Seiten dicken Strafantrag gegen den früheren Kanzler und ÖVP-Chef, seinen einstigen Kabinettschef und Casinos-Managerin Glatzkremsner eingebracht. Aber der Reihe nach. Vor etwas mehr als 2 Jahren hat alles begonnen. Am 12. Mai 2021 wurde publik, dass die WKStA Ermittlungen gegen Sebastian Kurz eingeleitet hat. Jetzt hat sie einen Strafantrag in die Sache eingebracht. Der frühere Bundeskanzler und ÖVP-Obmann wird sich also vor Gericht verantworten müssen. Ihm drohen bis zu 3 Jahre Haft. Auch sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli und seine einstige Stellvertreterin als ÖVP-Chefin, die Casinos-Managerin Bettina Glatz-Kremsner, werden wegen des Vorwurfs der Falschaussage angeklagt. Bonelli soll auch im Untersuchungsausschuss Glatz-Kremsner zudem auch bei einer Einvernahme als Zeugin falsch ausgesagt haben. Offiziell bestätigt wurde das kurz vor Freitagmittag durch eine Presseaussendung der WKStA. Kurz selbst hatte am Freitag via X, vormals Twitter, mitgeteilt, von Journalisten über einen bevorstehenden Strafantrag informiert worden zu sein. Er betonte, dass die Vorwürfe falsch seien. Er und sein Team freuen sich jetzt schon darauf, wenn endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen, tweetet Kurz. Die WKStA wirft ihm vor, falsch ausgesagt zu haben, und zwar am 24. Juni 2020, als er als Auskunftsperson im parlamentarischen Ibiza-U-Ausschuss befragt worden ist. Die Abgeordneten wollten damals unter vielem anderem wissen, ob und gegebenenfalls wie sich der damalige Kanzler in die Bestellung von Thomas Schmid zum Chef der Staatsholding ÖBAG eingebracht hätte. Die WKStA sah Widersprüchlichkeiten zwischen Kurzaussagen und Chatnachrichten von und an Thomas Schmid selbst. Die Ermittler sehen konkret folgende Verdachtsmomente. Kurz habe angegeben, dass er nicht mit Schmid über dessen Ambitionen gesprochen habe, bevor sich dieser beworben hätte. Im U-Ausschuss sagte Kurz, es sei allgemein bekannt, dass ihm das grundsätzlich interessiert. Anlässlich der vorgesehenen Prüfung des Protokolls wollte Kurz dann das Nein streichen und seine Antwort auf »Es war ja allgemein bekannt« ändern lassen, was aber nicht geschehen ist. Der zweite Punkt. Auf die Frage nach der Einbindung in seine Entscheidung gab Kurz an, eingebunden im Sinne von informiert gewesen zu sein. Schmid schrieb jedoch in Chatnachrichten, zum Beispiel an den FPÖ-Regierungsverhandler Arnold Schiefer, Zitat, »Sebastian will, dass ich noch bleibe, und zwar im Finanzministerium.« Punkt 3. Kurz gab außerdem auf die Frage nach der Besetzung des Aufsichtsrats an, er wisse, dass es im Finanzministerium und im Nominierungskomitee Gespräche und Überlegungen gab, er habe aber die Entscheidung nicht getroffen. Dazu schreibt die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, es könne festgehalten werden, dass sich Sebastian Kurz offenbar bereits im Herbst 2018 mit dem Thema der Aufsichtsräte beschäftigt hat. Kurz selbst bestreitet jegliche Vorwürfe, man habe ihm im Untersuchungsausschuss das Wort im Mund umgedreht und Suggestivfragen gestellt, sagte er nach Bekanntwerden der Ermittlungen. Auch vor einem Haft- und Rechtsschutzrichter, der ihn im Ermittlungsverfahren befragt hat, blieb Kurz dabei, nicht falsch ausgesagt zu haben. Zuletzt ist der Ex-Kanzler in der Sache im November 2022 von Staatsanwälten der WKStA einvernommen worden. Danach haben sie ihre Ermittlungen abgeschlossen. Warum hat es aber so lange gedauert, bis der Strafantrag jetzt gestellt worden ist? Entscheidungen über die Erledigung von Ermittlungsverfahren, Anklage oder Einstellung oder auch weitere Ermittlungen gegen Personen öffentlichen Interesses müssen nämlich bis zum Weisungsrat gehen.
SPÖ und FPÖ haben sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einer Sondersitzung zum Thema Teuerung im Nationalrat verständigt. Ja, dies gab SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck bekannt. In außergewöhnlichen Situationen braucht es außergewöhnliche Maßnahmen, erklärte Babler, der auf seiner Österreich-Sommertour in Tirol Halt machte. SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck verkündet, dass sich die Sozialdemokraten mit der FPÖ auf eine Nationalrats-Sondersitzung zum Thema Teuerung geeinigt haben. Wir haben eine Situation, wo ein Drittel der Menschen ganz konkret schon Einkommensverluste beklagen in Österreich, dass sie Zahlen haben, dass sie für ein Viertel der Menschen auch der jährliche Urlaub nicht mehr ausgeht in dieser Situation. Wir haben eine Situation, dass wir Lebensmitteleinkäufe haben, wo wir bis zu 1.000 Euro im Jahr mehr zahlen, beispielsweise für Grundnahrungsmittel, als wir in Deutschland auch für denselben Warenkorb bezahlen müssen. Und wir sehen das, was wir immer gesagt haben, ganz aus großer Überzeugung, dass die Teuerung kein Naturgesetz ist. Konkret fordert der Bundesparteivorsitzende der SPÖ ein Wegfallen von Mieterhöhungen bis 2025 und danach eine Deckelung auf maximal 2% Erhöhung. Babler erneuerte außerdem die Forderung nach Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Außerdem sollen Banken gesetzlich dazu verpflichtet werden, den gestiegenen Leitzinssatz an Sparer weiterzugeben. Hier wird einfach Geschäft gemacht, auch in dieser schwierigen Situation. Wir fordern, dass wir das auf jetziges Niveau auf rund 3% auf dem Sparsektor machen und die Überziehungszinsen zu beschränken auf 5% von durchschnittlich jetzt 10% mancher Überziehungskreditraten, die 12,75% betragen. Wir sehen, dass die Banken allein im letzten Jahr einen saftigen Gewinn von 10,2 Milliarden Euro gleichzeitig zu der Verschlechterung der Lebenssituation für uns alle einfach gemacht haben. Und dass man jetzt schon sieht im ersten Quartal, dass es nochmals Gewinnzuwachse von bis zu 50% in diesem Sektor geht. Das muss man auch richtig einordnen. Es ist ja nicht so, dass man auf Gewinne verzichten muss, sondern man schränkt einfach diese unmoralischen Gewinnzuwächse ein. Das ist ja der wichtige Punkt davon heute gewesen, dass wir Zuwächse haben an Gewinnen. Die Sondersitzung des Nationalrats soll noch im August stattfinden. Befragt zu seinem Verhältnis mit dem Tiroler Landesparteivorsitzenden Dornauer, auch in Bezug auf kolportierte Uneinigkeiten, sagte Babler: Grundsätzlich sind wir sehr in einer Gelassenheit. Ich glaube, die Leute, die mich schon länger begleiten politisch, wissen das, dass in einer Situation der medialen Verkürzung auch der Überschriften, also wenn man sich dann anschaut, was aus langen Interviews dann auch tatsächlich als Schlagzeilen manchmal produziert wird, oft nicht die Realität widerspiegelt in der Tiefe, auch in der Konkretisierung der Diskussion. Beispielsweise in der 32-Stunden-Woche, die immer Kernforderung der Sozialdemokratie war, nicht im konkreten Modell, aber in der Arbeitszeitverkürzung als Anteilmaßnahme, die wir haben, werden wir nicht schauen. Wir werden über die Modelle miteinander streiten, innerhalb der Partei im positiven Sinne. Dornauer kommentierte seine vor kurzem bekannt gewordene Liebesbeziehung mit einer italienischen Postfaschistin nur insofern, als dass er bisher keine konkreten Rücktrittsforderungen aus der Partei vernommen hätte. Der ORF hat derzeit mit einem ordentlichen Wirbel zu kämpfen. Der Sender ist nämlich allem Anschein nach auf russische Propaganda hereingefallen und hat sie in der ZIP 1 gesendet. Am Dienstag wurde in der ZIP 1 Korruption in der Ukraine thematisiert. Laut ORF-Korrespondent Christian Werschütz ist die Umgehung der Mobilisierung eine Quelle der Korruption. Zwei folgende Videos sollten untermauern, dass nicht alle Männer bereit sind, für ihr Land zu kämpfen. Nach der Ausstrahlung machten viele User auf der Plattform X, vormals Twitter, ihrem Ärger Luft. Sie kritisierten, die Aufnahmen hätten mit Zwangsrekrutierung nichts gemein, sondern sie zeigten die Festnahme eines Agenten des russischen Geheimdienstes FSB in der ukrainischen Stadt Odessa und eine Abweisung an der Grenze. Andriy Wolf von der Faktencheck-Plattform Mimikama bestätigte diese Vorwürfe. Der ORF ist da leider russischer Propaganda voll auf dem Leim gegangen.
Anfänglich wollte der Sender den Fehler nicht eingestehen, bis sich schließlich sogar der ukrainische Botschafter in Österreich, Wasil Hyminit, einschaltete. Berichterstattung mit Videos im falschen Kontext ist zweifelsohne eine Manipulation, zeigte sich der Diplomat auf der Plattform X aufgebracht. Am Donnerstag gab der ORF seinen Fauxpas schlussendlich zu. Weiterführende Recherchen des ORF und eine nochmalige Überprüfung haben ergeben, dass die angesprochenen Videos aus der Ukraine nicht den in der Zeit im Bild vom 15. August transportierten Inhalten entsprechen, was der ORF außerordentlich bedauert, hieß es vom Königelberg. Jetzt gibt es bei der Strache-Trennung auch einen pikanten Rosenkrieg zwischen Philippa und ihrer eigenen Anwältin. Diese klagt ausstehende Zahlungen ein. Das gehört sich einfach nicht, so die Anwältin. Es begann als Ganggeflüster im Wiener Landesgericht im Zuge der Verfahren von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gegen heimische Medien wegen der Berichterstattung zu seiner Scheidung und dem unehelichen Kind aus einer kurzen Affäre vor seiner Beziehung zu Philippa. Die wilde Abgeordnete Beck, sie hat wieder ihren Mädchennamen angenommen, habe die Honorarnote ihrer Anwältin für die Ende Jänner über die Bühne gegangenen Trennung noch nicht beglichen. Tatsächlich bestätigte auf Krone-Nachfrage die auf Promi-Scheidungen spezialisierte Wiener Top-Juristin Dr. Christina Venturini den bekannten Rechtsstreit mit ihrer einstigen Mandantin. Ja, das kann ich bestätigen. Es reicht jetzt. Ich klage. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Sie hat mir mehrmals ins Gesicht zugesagt, dass sie zahlt und hat alle Fristen verstreichen lassen. Selbst das Angebot eines Rabatts auf die Rechnung mit Begleichung binnen 10 Tagen blieb unbeantwortet. Trotz eines Abgeordnetengehalts von knapp 9.400 Euro im Monat und ihres geplanten Karrierestarts als Coach. Ein zugestelltes Klagsmahnschreiben soll deshalb auch ans Parlament gehen. Die Ex-Ehefrau Straches hat nun 4 Wochen Zeit, das Anwaltsschreiben zu beantworten. Prinzipiell geht die Auflösung einer Ehe durchaus auch juristisch ordentlich ins Geld. Die Stundensätze bei auf Scheidungen spezialisierten Kanzleien bewegen sich im Bereich von 200 bis 400 Euro aufwärts. Ich habe ihr aber eh weniger verrechnet, nicht einmal jedes Telefonat und schon gar nicht die Medienarbeit bzw. Erreichbarkeit etwa an Sonntagen, betont Dr. Venturini. Dem Vernehmen nach geht es um etwas mehr als 10.000 Euro Streitwert. Eine erste Strafe hat Philippa übrigens von einer Richterin schon aufgebrummt bekommen. 250 Euro Bußgeld für unentschuldigtes Nichterscheinen als Zeugin im Medienverfahren ihres Ex-Mannes. Die Inflation lag im Juli bei 7%. Das hat die Statistik Austria Freitag früh bekannt gegeben. Damit sinkt die Teuerung weiter. Im Juni hatte sie noch 8%, im Mai gar 9% betragen. Jetzt erreichte die Inflation den niedrigsten Wert seit März 2022. Die Teuerung bremst sich weiter ein. Im Juli ist die Inflation mit 7% auf den niedrigsten Wert seit März vergangenen Jahres gesunken, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Der Abstand zu den weiteren Euro-Ländern konnte dabei jedoch kaum verringert werden, denn Österreich liegt in Sachen Teuerung immer noch im oberen Drittel der Eurozone. Während andere EU-Staaten inzwischen bereits das von der EZB vorgegebene Ziel von 2% Inflation erreichen, darunter Spanien und Belgien. Österreich ist nach wie vor weit davon entfernt. Doch in Österreich seien Treibstoffe und Heizöl deutlich günstiger als vor einem Jahr, wohingegen die Preisanstiege in der Gastronomie sowie bei Nahrungsmitteln auf einem ähnlichen Niveau wie im Vormonat blieben. Die Wahlkampfkostengrenze dürfte bis zur Nationalratswahl auf 8,6 Millionen Euro steigen. Grund dafür ist die hohe Inflation. Und seit 2020 wird die ursprünglich mit 7 Millionen Euro fixierte Begrenzung der Wahlkampfkosten nämlich jährlich an die Teuerung angepasst.
Die Wahlkampfkostenobergrenze dürfte bis zur Nationalratswahl auf 8,6 Millionen Euro steigen. Grund dafür ist die hohe Inflation. Seit 2020 wird die ursprünglich mit 7 Millionen Euro fixierte Begrenzung der Wahlkampfkosten, nämlich jährlich an die Inflation, angepasst. Für heuer hat die Statistik Austria heute eine Erhöhung auf knapp über 8 Millionen Euro bekannt gegeben. Eine weitere Valorisierung ist im Wahljahr 2024 fällig. 2012 wurde erstmals eine Begrenzung der Wahlkampfkosten eingeführt und mit 7 Millionen Euro festgelegt. Das war bis inklusive 2019 der Betrag. Insbesondere die ÖVP und das Team Stronach, aber auch FPÖ und SPÖ haben die Grenzen wiederholt überschritten. Abzuwarten bleibt, ob die Parteien die Erhöhung unverändert durchlaufen lassen. Zumal die Regierung Anfang August erklärt hat, die ebenfalls mit der Inflation steigenden Politikgehälter teilweise einfrieren zu wollen. Außerdem sollen im kommenden Jahr die Pensionen um rund 9,7% steigen. Das ergibt sich aus der Durchschnittsinflation der letzten 12 Monate. Diese beinhaltet für Juli 2023 den vorläufigen Wert. Die endgültige Inflationsanpassung kann sich daher noch ändern. Grundlage bildet die durchschnittliche Steigerung des Verbraucherpreisindex. Die Berechnung des Richtwerts erfolgt durch das Sozialministerium auf Basis der Statistik Austria. Verwendet wird zur Berechnung das arithmetische Mittel der von der Statistik Austria veröffentlichten 12-Jahres-Inflationsrate. So ergibt sich der Wert von 9,7%, der aufgrund der Teuerung deutlich höher ist als die 5,8% von August 2021 bis Juli 2022. Zuletzt sank die Inflation kontinuierlich, für Juli betrug sie 7%, im Juni 8% und im Mai 8,9%. Letztmals über 10% lag sie im Februar mit 10,9%, der höchste Wert wurde im Jänner mit 11,2% verzeichnet. Zur Erhöhung der Pensionen werde es in den kommenden Wochen noch Gespräche in der Regierung geben. Das kündigt Sozialminister Johannes Rauch an. Das Superwahljahr 2024 wirft seine Schatten voraus. Die ÖVP beispielsweise setzt mit einer neuen Anti-Kickl-Kampagne eine erste Duftmarke. Die Volkspartei hat ein Sujet veröffentlicht, das den blauen Frontmann auf einem Polizeipferd zeigt. Eine Erinnerung an seine einstige Zeit als Innenminister. Der Titel: Pferde kaufen statt Sky Shield beitreten. Herbert, das ist nicht normal. Der Wahlkampf ist also bereits in vollem Gange. Die Volkspartei hat ein Sujet veröffentlicht, das den blauen Frontmann auf einem Polizeipferd zeigt. Eine Erinnerung an seine einstige Zeit als Innenminister, der Titel »Pferde kaufen statt Sky-Shield beitreten«. Herbert, das ist nicht normal. Der Wahlkampf ist also bereits im vollen Gange. Die ÖVP verspottet mit dem Bild Kickls Aktion als Innenminister, als er 2018 eine berittene Polizeistaffel ins Leben gerufen hatte. Das Projekt wurde aber nach nur einem Jahr mit dem Scheitern von Türkisblau wieder eingestellt. Und das noch vor dem ersten richtigen Einsatz der Polizeistaffel, ein PR-Bauchfleck Kickls. Aktuell ist der ÖVP Kickls Haltung zum Raketenschutzschirm Sky Shield ein Dorn im Auge. Wir stehen für eine wehrhafte Neutralität, die Kickl-FPÖ für eine wehrlose Neutralität. Kickl will Österreich mit Pferden schützen, die Volkspartei mit Raketen. Diese Fakten liegen glasklar auf dem Tisch, betonte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker Mitte Juli. Ein weiteres Anti-Kickl-Sujet der ÖVP zeigt den blauen Parteichef in einer Polizeiuniform. Das Bild stammt ebenfalls aus seiner Zeit als Innenminister. Der Titel dazu: Fantasieuniformen bei der Arbeit tragen. Herbert, das ist nicht normal. Der Konter der FPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Die Freiheitlichen zeigten ihrerseits auf Twitter ein Bild von Wolfgang Sobotka aus seiner Zeit als Innenminister, wo er selbst eine Polizeiuniform trug. Ein erster Tag vom neuen Wahlkampfmanager, ätzte FPÖ-Wien-Pressesprecher Leo Kohlbauer. Zur Erklärung: Am Mittwoch gab die Volkspartei bekannt, dass der bisherige niederösterreichische Parteimanager Bernhard Ebner ab September den Posten des Direktors für Organisation und Kampagnen der ÖVP-Bundespartei übernimmt. Und es gibt noch ein drittes Anti-Kickl-Sujet der ÖVP. Dieses zeigt den FPÖ-Chef als russischen Babuschka. Der Titel: Putin-Politik für Österreich machen wollen. Herbert, das ist nicht normal. Eine Anspielung an die politische Nähe der FPÖ zu Russland. Kampagnenfähigkeit wird die ÖVP im kommenden Jahr sicher brauchen.
Vor der Nationalratswahl im September wird im Juni das EU-Parlament gewählt. Im Herbst folgen dann noch Landtagswahlen in der Steiermark und Vorarlberg. Und derzeitige Umfragen sehen für die ÖVP alles andere als rosig aus. Vor allem verliert sie immer mehr Wähler an die FPÖ. Ob die aktuellen Anti-Kickl-Sujets Wähler wieder zurückholen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, der Wahlkampf ist längst eröffnet und wird, wenn es in dieser Tonart weitergeht, in der direkten Auseinandersetzung noch brutal werden. Anrufe angeblicher Kriminalbeamter sollten einem Innsbrucker rund 52.000 Euro herauslocken. Zwei gefasste Geldboten saßen nun als Angeklagte vor dem Landesgericht. Aber was wussten sie? Die Antwort fiel durchaus anders aus als im Vorfeld erwartet. Es ist eine perfide Masche, die derzeit groß in Mode ist. Falsche Kriminalbeamte oder Polizisten rufen eher ältere Menschen an und warnen sie, dass ihr Geld nicht sicher ist. So präzisierte auch eine Tiroler Staatsanwältin einen aktuellen Fall. Ein Herr Ackermann kontaktierte das 77-jährige Opfer und sagte, dass sein Name auf einer Liste rumänischer Gauner gefunden worden ist, sagt sie. Aber der besagte Herr Ackermann hatte auch eine Lösung parat. Der Pensionist solle einfach sein Geld, insgesamt 52.000 Euro, von der Bank holen, was dieser dann auch gemacht hat. Bei einem neuerlichen Anruf wurde ihm dann erzählt, dass es sich um Falschgeld handeln würde und er alles einem Kriminalbeamten aushändigen solle, der bald auftauchen werde. Vor der Tür standen an diesem Novemberabend dann auch die zwei Angeklagten, beide kosovarische Pizzabäcker und unbescholtene Familienväter mit Wohnort in Südtirol. Sie wurden verhaftet. Und eigentlich schien es auch unwahrscheinlich, dass sie nicht zumindest als Mittäter verurteilt werden würden. Doch es kam anders. Eine der Angeklagten hat geschildert, dass die Instruktionen zum Geldabholen in Innsbruck von einem entfernten Verwandten im Kosovo gekommen sind. Dieser habe eben genau 52.000 Euro Schulden nach Bauarbeiten eintreiben wollen. Der 51-jährige Angeklagte war ihm noch einen Gefallen schuldig, rechtfertigte sich vor Gericht. Auf Nachfrage zückte er im Gerichtssaal sein Handy und prompt übersetzte die Dolmetscherin entsprechend alte Chatverläufe. Offenbar ahnungslos läuteten er und sein mitangeklagter Beifahrer beim 77-Jährigen. Dieser war aber inzwischen stutzig geworden und hatte die echte Polizei informiert. Ich schäme mich, dass ich hier sitze und angeklagt bin. Alten Leuten muss man doch helfen, schluchzte der 51-Jährige am Ende des Prozesses. Schon nach 3 Minuten Beratung fällte der Schöffensenat einen Freispruch. Gegen den Hintermann soll jetzt ermittelt werden, was aufgrund seines Aufenthalts im Kosovo aber nicht einfach werden dürfte. Was vor 20 Jahren vielleicht peinlich war, ist heute unverzichtbar. Politiker auf Instagram und Co. Social Media muss eine Lebenseinstellung von Parteien sein, ist sich Politikwissenschaftler und Social Media Experte Philipp Plonner überzeugt. Herr Plone, für Sie ist Online-Marketing nicht nur ein Job, sondern die Lebenseinstellung. Das schreiben Sie auf Ihrer Webseite. Muss diese Lebenseinstellung mittlerweile auch jede Partei haben, um erfolgreich sein zu können? Ja, also denken wir die westlichen Demokratien kurz durch. Wurscht ob Frankreich, Deutschland oder Amerika, es gibt keinen Präsidenten mehr dieser Welt, der nicht ohne einer perfekten Social-Media-Strategie gewinnen kann. Das heißt, wer nicht auf Social Media ist, ist faktisch nicht existent und braucht auch gar nicht versuchen, irgendwie in die Politik zu gehen oder erfolgreich zu werden. Es gibt viele Menschen, die die klassischen Medien nicht mehr so nutzen wie früher. Also Zeitungen und Fernsehen sind oft nur mehr, wir sagen dazu, Second Screen. Die meisten Leute lieben es, am Handy zu sein. Vor allem die Jüngeren sind fast always head down. Und das Ding ist dann einfach, wenn du dort nicht drinnen bist in ihrem Handy und die sind zum Großteil auf sozialen Netzwerken wie Twitter, auf Facebook, Instagram oder TikTok vor allem jetzt vertreten, dann bist du nicht in ihrem Horizont, in ihrer Wahrnehmung und damit natürlich out of the game. Das heißt, ist das einfach, dass jetzt die Parteien auf Social Media sind, weil sie es halt müssen? Oder gibt es auch andere Dinge, wo man sagt, na, das ist für uns als Partei eigentlich auch sehr, sehr nützlich und dafür nutzen wir Social Media bewusst? Sowohl als auch. Zum einen, sie müssen, denn es gibt gewisse Wählerschichten, die sie nicht erreichen können, ohne dass sie dort sind. Zum anderen, natürlich, Politiker sind schon auch Selbstdarsteller und sie lieben es natürlich auch, im Mittelpunkt zu stehen. Und der Vorteil von Social Media ist, es fehlt
normalerweise bei einem Medium hast du eine Redaktion, die einen gewissen Filter darstellt und eine gewisse Ausgewogenheit und kritisches Nachfragen gestattet. Auf Social Media kannst du natürlich wie früher in deiner Parteizeitung unglaublich gut deine eigenen Botschaften, fast schon, man könnte sagen, Propaganda vermitteln. Das heißt, du kannst ungefiltert rausblasen, sage ich jetzt einmal, was dir gerade passt. Und es gibt ja auch von Social Media Seite keine Einschränkungen, also man kann hier wirklich auch Fake News aktiv verbreiten? Sehr wenig Einschränkungen. Es gibt Gemeinschaftsrichtlinien zum Beispiel, Meta hat sehr, sehr klare Richtlinien, aber auch TikTok. Wenn man zu dem Thema Hate Speech zum Beispiel kommt, dort kann es zu Einschränkungen kommen. Ist auch immer wieder mal passiert, zu Zeiten von Heinz-Christian Strache, da gab es einige Diskussionen von ihm, wo er gesagt hat, meine Beiträge wurden runtergenommen, wurden zensiert. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Algorithmus, wenn gewisse Anzahl an Meldungen kommen, dass das Hate Speech ist, das mal automatisch runternimmt und das erst dann in eine händische, in eine menschliche Prüfung kommt. Zum anderen aber ist es einfach auch gerechtfertigt gewesen. Ja, und bevor es wirklich runterkommt, haben Sie auch schon mehr als genug Leute gesehen, muss man auch sagen, Social Media ist ja auch eine sehr, sehr schnelle Plattform sozusagen, wo sich alles sehr schnell verbreitet. Ja, vor allem, wenn man viele Follower hat und wenn ein Politiker mehrere Monate oder Jahre schon tätig ist und in Ämtern ist, dann hat er seine sozialen Netzwerke schon sehr groß ausgebaut. Denkt man nur daran, die meisten von ihnen haben fünfstellige, sechsstellige Reichweitezahlen. Das heißt, ein paar hunderttausend Leute zu erreichen ist für einen Politiker heutzutage oder eine Partei sehr leicht möglich. Wir kommen später dann auch noch auf mehr Gefahren, die Social Media birgt, davor aber noch auf die Zielgruppe. Man möchte natürlich junge Leute abfangen, aber junge Leute, das ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Deshalb meine Frage an Sie, geht es da jetzt eher um die, die gerade 16 werden, wo man sagt, okay, die wählen zum ersten Mal. Will man jetzt die Leute komplett vom einen Lager ins andere bringen oder einfach die bestehenden Wähler überzeugen? Wen möchte man ansprechen? Vor 15 Jahren, als ich meine Firma Blona Communications gegründet habe, war es wirklich so, dass Facebook ein Jugendmedium war. Manche haben sogar gesagt, das ist ein Kinderspielzeug so dazu. Ich habe von Anfang an das anders gesehen, vor allem weil Barack Obama gezeigt hat, was man damit wirklich machen kann. Heute, wenn man auf Facebook ist, würde ich nicht mehr glauben, dass man die Jugend wirklich erreicht. Dort erreicht man sehr, sehr gut ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger bis zu Pensionisten ins hohe Alter hinein. Wenn man die jungen Leute aber erreichen will und Erstwähler erreichen will, kann man das sehr gut machen über zum Teil noch Instagram, aber vor allem über TikTok. Mhm. Wenn Taylor Swift auftritt, freut sich die Wirtschaft. Unfassbare 4 Milliarden Dollar bringt die aktuelle Tour des Pop-Superstars der US-Ökonomie. Ja, auch in Österreich läuft der Taylor-Boom auf Hochtouren. Die Hotels sind voll. Tickets für die Konzerte im Sommer 2024 werden um mehrere tausend Euro gehandelt. Taylor Swift bricht Rekorde im Wochenrhythmus. Unfassbare 4 Milliarden Dollar bringt die aktuelle Tour des Pop-Superstars der US-Ökonomie. Die Preise für Konzertkarten für berühmte US-Popstars wie Beyoncé und Taylor Swift gehen weltweit durch die Decke, und zwar so stark, dass dies die Inflationsraten in einigen Ländern nach oben treibt. Doch die Ticketpreise sind ja nur ein Teil der Umsätze, die die Sängerinnen mit ihren Konzerten generieren. Merchandising, Hotelübernachtungen, Restaurantbesuche rund um die Tour geben Fans viel Geld aus, um ihrem Star nahe zu sein. Ihre bis Ende November 2024 laufende und 146 Shows umfassende Die Eras-Tournee wird prognostizierte 1,28 Milliarden Euro einspielen. Laut Wall Street Journal ist die Konzertreise der 33-Jährigen auf dem besten Weg, als die größte und lukrativste in der Geschichte der modernen Popmusik einzugehen. US-Popstar Taylor Swift wird im kommenden Jahr auch live im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten. Der Andrang auf die Tickets für die Österreich-Konzerte war entsprechend, wie beispielsweise der erste Vorverkaufsdurchgang am 11. Juli via Ö-Ticket zeigte. Innerhalb weniger Minuten waren die Tickets für alle drei Konzerte weg. Gleiches Prozedere auch beim zweiten Durchgang, auch hier wurden die Karten in Windeseile verkauft. Doch woher kommt aber diese enorme Spendierfreudigkeit? Laut der Hotelbuchungsplattform Booking.com haben sich die Preise für Hotels in einigen Städten vor der Tournee mehr als verdreifacht. Die Buchungsplattform brach im Vorfeld aufgrund der starken Nachfrage zeitweise sogar zusammen. Ähnlich erging es dem Ticketverkäufer Ticketmaster, der in Frankreich den Vorverkauf für die Swift-Konzerte abbrechen musste. Wirtschaftsexperten ist die Antwort eindeutig. Nach der pandemiebedingten Konzertzwangspause scheuen die Fans keine Kosten. Die Zahlen sprechen auch eine deutliche Sprache.
Eine weitere Erklärung für die hohen Umsätze durch die Konzerte könnte der Funflation-Effekt sein. Menschen, die mit steigender Inflation und Reallohnverlusten zu kämpfen haben, nutzen ihre Ersparnisse aus der Zeit der schlimmsten Corona-Beschränkungen für Dinge, die sie während dieser Zeit vermisst haben, wie Konzerte oder Reisen. Auf Booking.com sind bereits 12 Monate vorher fast 90% der Hotels in Wien im Zeitraum des Swift-Dreierparks ausreserviert. Nach den Jahren der Pandemie und dem weitgehenden Stopp der Tourneen von Musikerinnen und Musikern ist die Nachfrage nach Live-Musik allerdings tatsächlich extrem gestiegen. Wir kommen zum Wetter mit den Aussichten auf das Wochenende. Ja, morgen am Samstag zunehmend heißes Hochdruckwetter. Die Sonne scheint nahezu ungestört. Nur wenige Wolken zeigen sich. Ein gewittriger Schauer ist diesmal sehr unwahrscheinlich. Die Luft ist immer noch recht schwül. Die Temperatur steigt auf bis zu 32 Grad. Der Wind spielt kaum eine Rolle. Am Sonntag der nächste sonnige und heiße Tag. Die Hitze steigert sich auf etwa 34 Grad. Am Dienstag unverändert heiß bei einer höchsten Temperatur um 34 Grad. Viel Sonnenschein und vorübergehend ein paar Quellwolken, aber nur geringe Gewittergefahr und wenig Wind. Am Mittwoch meist ungetrübt sonnig und schon in der Früh ausgesprochen warm, tagsüber auflebender heißer Südostwind und am Nachmittag zwischen 34 bis zu 36 Grad. Das waren sie, die Krone-News am heutigen Freitag. Weiter geht es mit dem Sport. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.